Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ja, ich fange wieder einen neuen Vlog an. Ich vlogge heute wieder, weil ich habe heute was vor. Und zwar habe ich heute vor, mein Zimmer umzustellen. Und ich dachte, da mache ich heute mal einen Vlog draus, weil sonst wäre es ja langweilig ohne euch. Deswegen dachte ich, ich vlogge das ganz einfach. Und ihr habt ja in meinem letzten Vlog, falls ihr den gesehen habt, gesehen, dass ich Ende des letzten Vlogs einfach komplett krank geworden bin. Und ich lag jetzt auch wirklich circa eine Woche komplett flach. Also ich hatte so Halsschmerzen und ich war die ganze Zeit todeskrank. Und jetzt meine Halsschmerzen weg. Ich habe so viel Tee getrunken, Salbei-Tee getrunken, die ganze Zeit. Ey, ich kann es gar nicht aufzählen, wie viel Tee ich getrunken habe. Und ja, aber meine Halsschmerzen sind jetzt einfach weg. Richtig nach einer Woche sind die genau weggegangen. Und jetzt habe ich nur noch Husten, aber ich nehme auch Hustensaft und so. Vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Aber mir geht's übel gut wieder. Und es ist so geil, wenn man krank ist und dann merkt man, es geht einem besser und man ist wieder gesund. Dass man wieder was unternehmen kann und machen kann. Auf jeden Fall wollte ich heute mit euch dann mein Zimmer umstellen. Es ist nur abnormal heiß. Also wir hatten jetzt die letzten Tage einfach immer 40 Grad knapp. Also immer 39, 41 Grad. Ich zeige euch mal kurz meine Current Situation von meinem Zimmer und erzähle euch ein bisschen, wie ich das umstellen wollte. Also die, die mich schon länger schauen, die wissen, dass mein Zimmer früher auch anders stand. Und ich glaube, ich stelle es halt so wieder zurück, wie ich es halt früher hatte. Es wird halt nur ein bisschen dauern und das ist auch wahrscheinlich sehr viel Arbeit, weil ich muss halt mein ganzes Bett, ich muss halt meinen Schreibtisch komplett raus und alles und mein Bett komplett umstellen. Das Ding ist, ich zeige euch jetzt, also ich zeige euch erstmal, wie es jetzt aussieht. Also, so sieht mein Zimmer jetzt gerade aus und ja, es ist ein bisschen unordentlich, weil ich lebe halt hier drin und dann ist es nicht immer perfekt aufgeräumt. Aber so sieht es hier jetzt aus. So steht mein Bett und früher stand mein Bett halt hier. Also, dass ich halt hier mit dem Kopf liege und dann aus dem Fenster schaue, so. Und das fanden halt viele auch schöner, als ich mein Zimmer damals so hingestellt habe, haben viele gemeint, vorher war es schöner, bla bla. Ich fand es jetzt so übel schön die ganze Zeit. Und ich bin auch immer noch richtig am Überlegen, ob ich es überhaupt umstellen soll, weil ich fände es auch so eigentlich echt schön. Aber ich glaube, ich mache das heute mal, weil ich brauche wieder irgendwas Neues in meinem Zimmer. Und ja, hier ist halt mein Schreibtisch jetzt. Das Ding ist, ich habe halt hier diese Leisten recht neu. Also die habe ich halt erst geholt, als ich mein Zimmer halt so hingestellt hatte. Also die sind jetzt noch nicht so alt. Deswegen ist halt, ich weiß nicht, wie ich die wieder an die Wand anbringen soll, wenn ich meinen Schreibtisch wieder darüber stelle. Das heißt, das wird, glaube ich, der größte Struggle, weil ich die erstmal richtig abmachen muss. Dann habe ich da wieder voll viele Löcher in der Wand. Und ich weiß auch nicht, wie ich das alles machen soll. Okay, also ich glaube, ich chill jetzt noch ein bisschen. Wir haben jetzt schon 2:30. Ich habe halt einfach bis 12 Uhr geschlafen. Ich habe noch die ganzen Ferien nicht einmal so ausgeschlafen, weil ich ja krank war und dann war ich immer schon um 5 Uhr wach, weil ich so Halsschmerzen hatte. Das heißt, ich habe heute zum ersten Mal richtig ausgependelt in den Ferien. Das war so geil, ehrlich. Ich muss noch gucken, wie ich das hier mache, fällt mir gerade auf, weil ich habe ja unter meinem Bett, warte, ich mache es kurz an. Ich habe unter meinem Bett diese Licht-LED-Leiste und wie ihr hier seht, die klebt schon gar nicht mehr. Also ich habe die mir gekauft bei Saturn. Für 25 Euro, glaube ich. Und die beginnt halt da hinten. Das regt mich schon ein bisschen auf, weil die ist schon schön. Aber mich regt das halt auf, dass die einfach nicht hält. Und ich muss halt gucken, wenn ich mein Bett verschiebe, wie ich das mache, weil die ja dann so locker drunter hängt. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Also hier sieht es jetzt so aus. Ich habe jetzt erstmal so die Sachen weggeräumt. Und jetzt hängen hier noch die Lichter. Wie lustig das alleine aussieht, wenn der Spiegel nicht mehr da ist. Jetzt räume ich die Sachen unterm Schreibtisch weg. Da ist nur mein Mülleimer und meine Softbox, die ich irgendwie gar nicht mehr benutze, weil das Licht in meinem Zimmer eigentlich ganz gut so ist. Aber ich tue alle Sachen einfach irgendwo hin. Hallo. Leute, es ist so warm. So, Leute, so sieht es hier jetzt aus. Mein Bett steht schon mal, so wie ich es haben wollte. Hat doch alles gut geklappt. Ich wusste ja, dass es hier passt, weil das Bett ja schon mal so stand. Ich habe das jetzt hier alles direkt nebeneinander stehen. Ich habe hier hinten halt in der Ecke noch ein bisschen Platz, aber da stehen halt auch immer Sachen.
Vielleicht stelle ich meine Softbox da auch dann wieder rein, weil unter meinem Schreibtisch liegt die halt auch nur irgendwie blöd rum. Und ja, hier ist auf jeden Fall mein Bett. Ich muss es auf jeden Fall gleich neu beziehen. Das wollte ich sowieso heute machen. Oh, mir ist so heiß, Leute. Ich guck mal kurz, wie viel Grad wir haben. Wir haben einfach 29 Grad. Also es geht noch. Es ist kühler auf jeden Fall als die letzten drei Tage. Die Lichterketten funktionieren auch alle. Hier die und die hier überall. Die habe ich alle schon wieder neu verkabelt. Und das hier auch. Nur das Ding ist, der Lichtschlauch hält halt nicht. Und das Anmachteil war halt vorher hier vorne. Jetzt ist es halt hier hinten. Funktioniert das überhaupt? Ich weiß... Ah, doch. Okay, also wenn ich halt hier hinten die Fernbedienung hinmache, muss ich halt hier immer in die Ecke aus- und anmachen. Aber egal. Weil eigentlich war es vorher praktischer, weil es halt direkt am Nachttisch war und ich konnte halt direkt von hier aus so. Aber egal. So, mein Schreibtisch steht jetzt. Die Frage ist halt jetzt nur, ob ich den Kühlschrank hier hinstelle, also hier zwischen. Sieht halt ein bisschen blöd aus, finde ich, weil hier diese Tischplatte ein bisschen übersteht, weil das liegt ja alles nur aufeinander. Und ich finde es besser, wenn das Regal halt mit der Tischplatte zusammenpasst. Ey, Leute, ich bin fast ausgerastet. Ich habe den Spiegel jetzt aufgehangen. Endlich. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich habe so geschwitzt. Vor allem alleine, weil ich weiß halt nicht, wo diese Dinger da drunter sind, wo die Schrauben halt rein müssen, um den halt aufzuhängen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich musste den die ganze Zeit mit einer Hand hier halten und dann hier. Das, oh, das war so anstrengend. Und ihr wollt nicht wissen, wie es unter dem Spiegel aussieht, weil ich habe 5 Löcher oder so da rein in die Wand gehauen. Und dieser Nagel hat schon gar nicht mehr gehalten, weil alles hinter dieser, in dieser Wand drin schon richtig hohl ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe so viele Versuche jetzt gebraucht, bis der jetzt hängt. Also wegen den Abständen und so weiter. Ich kann sowas einfach nicht. Ich habe ein bisschen geguckt, wie hoch der ist, weil das ist jetzt schon sehr hoch, wenn man guckt hier, weil früher stand der ja einfach nur auf dem Schreibtisch. Aber ich wollte ihn jetzt unbedingt aufhängen, weil ich finde es schöner, wenn der hängt. Der ist halt sehr hoch, aber ich lasse ihn jetzt so. Ja. Und ich habe halt geguckt, wie es ist, wenn ich mich halt jetzt hier hinsetze, sehe ich halt mich ja trotzdem noch im Spiegel sozusagen, wenn ich mich fertig mache, weil dafür ist der Spiegel ja eigentlich gedacht. Aber ich glaube, ich werde die Lichterleisten jetzt nicht mehr da dran hängen, also daneben hängen, weil ich glaube, wenn ich den Spiegel irgendwann wieder abnehme, muss ich ja die Lichterleisten auch wieder da wegmachen. Ich weiß noch nicht, ich lasse die erstmal ab, vielleicht hänge ich die morgen, übermorgen nochmal daneben. Leute, ich wollte euch auch nur noch mal auf mein Instagram hinweisen. Ich heiße dort Hanna Theresa Zauko, also könnt mir gerne folgen. Ich habe heute auch wieder Fragen beantwortet. Also hier in meiner Story beantworte ich voll oft eure Fragen. Das mache ich echt übertrieben oft. Also wenn ihr Fragen an mich habt oder so, dann folgt einfach meinem Instagram und schaut meine Story regelmäßig. Ich beantworte echt sehr, sehr oft eure Fragen und... Ja, genau. Hier könnt ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ja. Ich blende euch meinen Namen auch nochmal ein. Und hier seht ihr meinen Namen auch nochmal. So, Leute, wir haben jetzt 18 Uhr. So, Leute, wir haben jetzt 18 Uhr und ich bin jetzt fertig mit meinem Zimmer. Ich mache mal kurz meinen Ventilator aus. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, wie mein Zimmer aussieht. Ich bin so zufrieden. Ich finde es ehrlich so schön und es tat echt gut, mal wieder richtig aufzuräumen, beziehungsweise auch zu putzen, weil ich habe halt einfach an jeder Ecke meines Zimmers jetzt einmal gesaugt und so, wo ich halt auch sonst normalerweise halt nicht hinkomme, wenn das Bett da steht. Also, wenn man jetzt in mein Zimmer reinkommt, sieht es so aus und ich finde es echt übertrieben schön. Ich finde, so sieht mein Zimmer einfach am allergrößten aus. Wenn ich jetzt sehe, wie das Bett halt vorher stand, nimmt es so halt wirklich in der Ecke am allerwenigsten Platz weg. Ich weiß gar nicht warum, aber wenn es jetzt hier steht, wirkt mein Zimmer viel größer, als wenn es jetzt zum Beispiel da steht wie vorher. Auf jeden Fall sieht jetzt so hier mein Tisch aus. Ich habe hier jetzt den Spiegel aufgehangen. Der ist leider schief. Also ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber der ist halt schief. Aber es ist nicht so schlimm, es fällt jetzt nicht so krass auf und ich lasse es jetzt so, weil anders kriege ich es ehrlich nicht hin. Und ich habe jetzt, wie ihr seht, halt eine Leiste oben einfach draufgelegt, ohne die zu befestigen. Die kann ich halt dann so aus- und anmachen. Das ist halt schon gut so, weil so reicht das Licht theoretisch halt auch übertrieben zum Schminken. Und ich habe hier auch noch mega viel Tageslicht. Und ja, unterm Schreibtisch habe ich dann jetzt diesen
Kühlschrank hingestellt und die andere Lichtleiste, wie ihr seht, liegt jetzt noch oben drauf. Vielleicht mache ich die irgendwo anders hin oder ich hänge die halt doch nochmal unten drunter oder so. Aber erstmal lasse ich es so, weil so finde ich es eigentlich auch ganz schön und ich finde das voll schön, dass der Spiegel so hoch ist, weil jetzt kann ich halt hier auch so für Instagram so Spiegelbilder machen und so im Stehen. Und hier, wenn ich mich hier hinsetze, sehe ich mich trotzdem noch genug. Also schminken tue ich mich eh in dem kleinen Spiegel hier. Und so, wenn ich jetzt hier sitze, sehe ich mich trotzdem noch voll gut. Meine Haare und alles. Und ich feiere das halt, dass der Spiegel jetzt so ist, dass ich halt, wenn ich hier jetzt stehe, dass ich hier Bilder machen kann. Ja, meinen Fensterbank habe ich auch endlich mal geputzt und aufgeräumt. Also wie ihr seht, es stand vorher so viel auf meiner Fensterbank. Und jetzt habe ich hier nur noch die kleinsten Sachen. Und da ich das Fenster immer öffne, also das öffne ich halt immer ganz, habe ich jetzt hier nichts hingestellt, nur hier so. So, hier habe ich die Sachen auch alle so stehen gelassen, wie ihr seht. Also hier hinter ist halt so ein bisschen mein Ramsch, meine Ramschecke. Da steht jetzt Softbox, Stativ, Bilderrahmen, irgendwie sowas halt. Hier hängt auch noch recht viel, das muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich die Tür noch ein bisschen freier und hänge ein paar Jacken in den Schrank. Und hier steht wie vorher auch dieser kleine Tisch und mein Wäschekorb. Und ja, also mein Schulregal brauche ich ja momentan eh nicht, weil ich habe ja Ferien, aber so, das steht alles genauso wie vorher. Und hier mein anderes Regal, wo alles irgendwie drin ist. Nachttisch habe ich halt jetzt hier hingestellt, direkt neben mein Bett und hier ist halt mein Bett. Also ja. Und die Bilder über dem Bett lasse ich auch genauso hängen. Übrigens fällt mir auf halt, dass die beiden Bilderrahmen sind neuer und der ist halt schon ein bisschen älter. Und mir fällt auf, dass die viel weißer sind als der. Also der linke ist irgendwie voll gelb. Aber egal. Und den Teppich wasche ich wahrscheinlich nochmal. Der ist übrigens von Ikea. Der hat 10 Euro gekostet. Also ja, den werde ich morgen wahrscheinlich nochmal in die Waschmaschine tun. So Leute, ich werde den Vlog dann jetzt beenden, denn wir haben ehrlich halt schon ja, 18 Uhr. Ich werde jetzt duschen gehen. Ich bin nämlich sehr geschwitzt. Es war sehr anstrengend. Aber ich bin mit allem fertig geworden zum Glück. Und vielleicht konnte ich euch ja auch ein bisschen motivieren, euer Zimmer umzustellen oder aufzuräumen, weil mir macht sowas immer übel Spaß. Und wenn mein Zimmer irgendwie länger gleich ist, dann brauche ich irgendwie immer eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob ihr genauso seid wie ich, aber ich bin halt so. Gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, genau, folgt mir noch auf Instagram. Da werdet ihr immer up to date bleiben, was ich gerade mache und was in meinem Leben so passiert. Wie gesagt, ich bin sehr aktiv in der Story und in meinem Feed auch. Also falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!